Herzlich willkommen bei ShopZTV. Mein Name ist Lilith und ich habe mal wieder einen besonderen Gast für euch, und zwar Peter. Okay. Du hast uns was Großes mitgebracht hier. Ich habe euch was ganz Großes und Geiles mitgebracht. Dann erzähl mal, was ist es? Das ist unser nagelneuer Motorroller SC22. Okay. Das ist also ein 125 Kubik Motorroller mit 11 PS und der ist richtig flink unterwegs und flott. Also Maximalgeschwindigkeit 95 km/h, was wichtig ist, weil man dann auch auf der Landstraße gut im Verkehr mithalten kann. Absolut. Und das sieht auch richtig cool aus. Richtig schnittig, richtig sportlich. Der ist auch richtig schnittig und richtig sportlich und lässt sich also auch wunderbar fahren aufgrund dieser schon mal geilen Sitzbank hier und für zwei Personen eben auch zugelassen und hat ein großes Staufach unter der Sitzbank. Man dreht also nur hier einen Schlüssel, dann springt die Sitzbank auf. Easy going, da ist schon ein kleines Teleskop eingebaut, sodass man die gar nicht mehr festhalten muss. Mhm. Du hast hier auch ein bisschen Werkzeug dabei und das Schöne ist, man kann hier ganz entspannt seinen Helm unter die Sitzbank legen oder eben auch noch andere Dinge. Und ja, das ist also wirklich schon eine ausgereifte Sache. Und du hast hier hinten noch die Möglichkeit, durch einen größeren Gepäckträger ein schönes Topcase, ein schönes großes Topcase aufzusetzen, sodass du da auch noch andere Dinge unterbringen kannst. Du hast einen 11 Liter Tank. Mhm. Das Fahrzeug tankt normales 95 Oktan Superbenzin. Und durch diesen 11-Liter-Tank bei einer wirklich geringen Menge an Sprit, die er verbraucht, von nur 2,9 Liter auf 100 Kilometern, hast du eben auch schon eine gute Reichweite von bis zu 350 Kilometern. Wow, okay. Du hast Scheibenbremsen vorn und hinten, du hast Vorder- und Rückspiegel, du hast eine Alarmanlage mit verbaut an den Schlüssel, sodass dein Fahrzeug auch gegen Diebstahl gesichert ist. Das Fahrzeug ist Euro 5 mäßig auf deutschen Emissionsstandard zugelassen. Und das ist eben auch wichtig, dass du wirklich ganz wenig Emissionen nur noch verbrauchst. Und es ist eine vollelektronische Einspritzanlage, Euro 5, sodass du eben auch eine sehr, sehr gute Hilfe hast. Das Fahrzeug ist also wirklich auch für kältere Jahreszeiten gut zu fahren, für die Städte. Ja, bringt ausgesprochen viel Spaß. Du hast viel Beinfreiheit hier. Also ich bin 1,85 groß und ihr seht das hier, dass also der Lenker viel Platz hat zum Hin- und Her-Schieben des Lenkers. Du hast hier noch einen Haken, wo du deinen Helm oder eine Tasche dranhängen kannst. Du hast hier noch ein kleines Staufach. Du hast einen schönen digitalen Tacho, der dir alle Anzeigen liefert, die du brauchst. Du hast hier ein kleines Windschild, was also auch gut ist, weil das noch ein bisschen Wind und Regen abhält. Du hast LED-Licht, was auch im Dunkeln zu einer tollen Sichtbarkeit des Fahrzeugs und zu einer tollen Ausleuchtung der Straßen führt. Also rund um ein sehr gelungenes neues Fahrzeug. Ganz besonders, dieser Motor hat Wasserkühlung. Das ist auch ein kleiner Unterschied gegenüber luftgekühlten Motoren. Diese wassergekühlten Motoren können einfach ein bisschen mehr Leistung erzeugen. Und das merkt man bei diesem Fahrzeug also auch sehr stark, dass dieser Roller einfach richtig aus dem Stand weggeht und richtig stark beschleunigt. Und das bringt einfach super Spaß. Ja. Das hat man gesehen. Ja, ja. Ja, eben zu zweit auch gut zu fahren. Ja. Deswegen siehst du ja, man hat hier schön viel Platz. Viel Platz, genau. Und tja, also wirklich ein ausgesprochen gelungenes Design, finde ich auch. Mhm. Wir haben den in dieser Farbe noch in ein Blau. Guckt euch das einfach an. Also der Roller ist jetzt auch, und das ist vielleicht eine ganz wichtige Information für euch, die nun einen normalen Autoführerschein besitzen. Ihr könnt jetzt in die Fahrschule gehen. Und dann, wenn ihr 5 Jahre lang schon euren normalen Führerschein habt, durch eine kleine Nachschulung, also 4 Stunden Theorie und 5 Stunden Praxis oder umgekehrt, also legt mich da jetzt bitte nicht fest, aber wie gesagt, ohne Prüfung könnt ihr dann von eurer Fahrschule ein Dokument erhalten und damit geht ihr zur
eurem Kraftfahrzeugamt und lasst euch das in euren Führerschein eintragen. Dann dürft ihr dieses Ding fahren. Und das ist gar nicht teuer. Glaubt mir das. Okay, auf geht's. Ja, auf geht's, auf jeden Fall. Weil, muss man ja wirklich und ehrlich sagen, mit einem 125 Kubik, also 95 km/h Fahrzeug, seid ihr natürlich kein Hindernis im Straßenverkehr mehr. So, und deshalb sind diese 125 Kubikroller jetzt natürlich mega angesagt, weil ihr braucht keinen normalen Motorradführerschein zu machen, mit Prüfung und so weiter, den ganzen Umstand. Also die Bürokratie ist hier wirklich auf ein Minimum reduziert und das ist wirklich toll. Ja, sehr cool. Also, das klingt für mich auf jeden Fall schon mal sehr verlockend. Ich finde, das sieht auch richtig cool aus und sehr bequem auch irgendwie gleichzeitig, sportlich bequem. Das ist eben auch wichtig, die großen Reifen sorgen für Komfort. Ja. Ja, das ist also gegenüber kleineren Reifen wirklich ein ganz anderes Fahren und es ist schon ein richtig kleines Motorrad, muss man wirklich sagen. Und so fährt es sich auch. Also es bringt richtig Spaß, auch für Ausfahrten, die Reichweite, Sicherung und das ist alles. Ja, also das ist also auch ganz wichtig, nochmal zu sagen. Und wir haben Service in Deutschland von A bis Z, von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen und von Aachen bis Frankfurt an der Oder sind wir also mit unseren Werkstätten, mobilen Außendienstleuten unterwegs. Also falls es mal ein Problem gibt, wir stehen für euch bereit, ruft an und dann sind wir da. Ja, was hält uns jetzt noch ab, wa? Kaufen. Kaufen. Genau, und falls es für euch interessant klingt, dann klickt jetzt auf den Button und viel Spaß beim Rumfahren.